In diesen Petrischalen eines der effektivsten Antibiotika der Welt. Vor nicht mal 3 Jahren kam es auf den Markt, soll vor allem multiresistente Keime bekämpfen. Leider sieht man jetzt nach und nach, nachdem das quasi ein bisschen häufiger benutzt wird in der Klinik, dass es relativ schnell zu Resistenzen kommt. Und das versuchen wir quasi hier im Labor zu untersuchen. Professor Dennis Nuyadi gibt das Antibiotikum dafür zu Bakterien. Hier sieht man ja, dass es ein bisschen trüb ist. Also diese Trübung zeigt uns eben, dass die Bakterien wachsen können. Also auch trotz Antibiotikagabe, trotz hoher Antibiotikakonzentration wachsen sie trotzdem sehr gut. 800 Wissenschaftler aus der ganzen Welt haben sich jetzt in Lübeck 3 Tage mit resistenten Keimen beschäftigt. Die wichtigste Debatte: Alternativen zu Antibiotika. Eine schon länger diskutierte Idee ist der Einsatz von Viren, die sogenannten Phagen, erkennen, befallen und zerstören gezielt Bakterien im Organismus. Auch der Einsatz von Pathoblockern war Thema. Sie schwächen Bakterien und verhindern ihre krankmachende Wirkung. Also es gibt globale Schätzungen weltweit, die sagen, dass jedes Jahr so 5 bis 6 Millionen Menschen aufgrund dieser Problematik resistenter Bakterien versterben. Aus unterschiedlichsten Problemen. Zum einen ist der Zugang für Antibiotika noch nicht ausreichend hoch. Zum anderen versagt aber wirklich das Armamentarium an Antibiotika. Wir haben also keins mehr. Am UKSH in Lübeck wollen die Wissenschaftler deshalb jetzt die Forschung an Alternativen intensivieren.